eben, weil es so klein und kraftvoll ist. Er wiegt sehr wenig und hat eigentlich auch ordentlich PS unter der Haube. Gut, also können wir gleich mal mit der Mikrotrophäe das Ganze mal anschauen hier. 3000 würde man gewinnen. Ich kann es einfach mal versuchen, hier teilzunehmen. Weil zuerst muss ich eh Geld sammeln. Ah, der Auto. Kann ich allein schon kurz schauen. Normale Reifen, normale Bremsen. Dann Einstellungen hier, aber da kann ich auch nichts ändern. Ja. Oh, jetzt haben wir einen Musikspinner. Das hat hoffentlich keine Auswirkungen auf das Spiel. Nein, scheint nicht so zu sein. So, jetzt werden wir natürlich ein ganz anderes Rennen sehen als noch beim Arcade-Rennen. Weil hier fahre ich nur noch gegen die Klasse. Version geht es natürlich, aber geht hier nur nicht. Aber es macht Sinn. Und der GT-Modus wird natürlich öfters gespielt als der Kade-Modus. Es ist immer so gewesen, wie auch immer so sein. Obwohl das Spiel hier relativ neu ist, wenn ich hier gekauft habe, weil wir haben auch eine andere Version gewesen. Überhaupt nicht zeitgemäß, beziehungsweise. Die Version ist so ausgelutscht inzwischen, diese Szene ist inzwischen so kaputt, dass man schon froh sein kann, wenn Rennfest vielleicht. Stimmt, nein, was ich jetzt am Morgen mache. Dreht mega viel herum, das Fahrzeug. Gerade ist mit dem Fahrzeug habe ich gewonnen. Sehr schön. Damit ist das erste Event schon mal abgeschlossen. Und jetzt bin ich schon fast wieder bei 10.000. Gehen wir weiter. Man hat die Möglichkeit, nach jedem Rennen zu speichern. Ich werde diese Option dann auch regelmäßig nutzen.
So. Jetzt muss ich warten, weil das nächste, was ich hier machen muss, ist Rennmodifizieren. Momentan habe ich einfach das Geld nicht dazu. Weil eine Rennmodifikation, wie man hier sieht, die kostet 80.000. Ja, sie haben nicht genug Geld, logisch. Und wenn ich nicht irre, muss ich zuerst noch die 3 Gewichtssenkungsstufen kaufen, bevor ich überhaupt an Rennfahrzeugmodifikation denken kann. Dann hier Profi, wir haben eine Gierregelung. Keine Ahnung, was das bringt. Eine aktive Stabilitätsregelung kostet 50.000. Eine Traktionsregelung kostet auch 50.000. Das sind aber 50.000, die durchs Fenster geschmissen werden, weil es bringt überhaupt gar nichts. So, ein relativ schneller Weg, um mehr PS zu kriegen, wäre ein neuer Auspuff. Hochleistungsstufe dann auch schon 115 Horsepower. Das sind schon nur 5000, die ich da hinterlegen müsste. Dann haben wir die Bremse. Man kann neue Bremsbeläge und eine Bremssteuerung kaufen. Die Bremsbeläge kosten 4.500, die Bremssteuerung 10.000. Dann der Motor. Dann die verschiedensten Varianten, was man machen könnte. Man kann einen Computer einbauen. Hier nur PS, kostet aber auch nur 1.000 Credits. Massenausgleich des Motors. Das kann man dann nicht mehr neu einstellen, falls also das Ganze ungetunt sein sollte. Massenausgleich des Motors sollte man nicht machen. Und vielleicht der Kanäle auch nicht. Computer kann man hingegen einbauen. Saugmotor-Tuning gibt es für den nicht, weil der ist ein Turbo. Und den Hubraum vergrößern kann ich auch nicht. Bei den Skylines zum Beispiel kann man das. Das ist dann auch eine irreversible Änderung des Motors, kann man dann auch nicht mehr ändern. Dann haben wir auch noch was, was relativ schnell für viel Zeitgewinn sorgen kann, das Getriebe. Das hier auch, wir haben noch eine Kupplung, eine Dreischeibenkupplung zum Beispiel. Wir haben bei Profi Differential. Habe ich in diesem Spiel als relativ unnütz empfunden. Baue ich daher nie rein. Dann haben wir noch ein Schwungrad. Kostet 900 Credits. Bringt aber auch schon was. Und bei einigen Fahrzeugen kann man die Gelenkquelle ändern. Und das ist eher bei stärkeren Fahrzeugen so. Dann noch der Turbo, da gibt es 2 verschiedene Arten, man kann den Turbosatz wählen. Bis zu 4 Stufen. Hier könnte ich jetzt so eine Stufe reinbauen, kostet nur 12.500, verdoppelt aber die PS-Leistung fast. Dann noch ein Ladeluftkühler, gibt es auch voran bei stärkeren Fahrzeugen, beim Mietentraf. Gibt es das jetzt nicht? Federung? Ja, man kann die renntaugliche Federung einbauen, aber ich habe da immer die Profi-Federung gewählt. Maßgestalteter Federungssatz, der ist natürlich auch sehr gut für Rallyes, wenn man das Auto für Rallyes einsetzen will. Dann die Reifen, da gibt es sogar mehrere verschiedene Kategorien. Profi. Diese Reifen entsprechen weitestmöglich den echten Reifen. Das Fahren mit dem Controller ist zwar extrem schwierig, vermittelt aber ein Gefühl einer echten Fahrt, die gar nichts mehr mit einem Spiel zu tun hat. Diese Reifen erfordern ein schnelleres Bremsen, vorsichtiges Lenken und eine gefühlvolle Betätigung des Gaspedals. Diese Reifen sind nur für befestigte Straßen geeignet. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Dann haben wir Sportreifen, so Semi-Slicks. Slicks. Wobei ich hier sagen muss, bei diesem Spiel, es ist
ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, aber ich finde, jeder Reifensatz ist gleich. Also der harte Reifensatz hat genauso viel Haftung wie der superweiche. Und verschleißt aber auch nicht schneller. Also für mich sind alle Reifensätze gleich. Ich kann also genauso gut auf den harten fahren. Der kostet nämlich weniger. Wenn man die Reifen für die unbefestigte Straße, kann man mit dem Mikra machen. Und mit dem kann man dann auch Rallyes fahren, wenn man möchte. Ja, das war's. Ja, man macht die Gewichtssenkung. Bringt auch noch was, aber vorerst. Ja. Wir haben immer noch die gleichen Autos, wie man sieht. Die noch in schwarz. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel den billigsten. Ich bin schon zu weit, ne? Den billigsten Case 2000 kann ich mir jetzt schon leisten. Machen wir das doch gleich mal. Dann hätten wir Silvia, dann hätten wir auch schon ein Fahrzeug, mit welchem man einige Events bestreiten kann. So, schauen wir mal. Ereignis: Silvia und 200S6 Pokal. Nehmen wir mal teil und schauen mal, ob ich damit schon konkurrenzfähig genug bin oder ob ich da ein anderes Fahrzeug brauche. Zwar Hitty Road. Interessant. Das ist eigentlich eine der Strecken, die ich in diesem Spiel relativ gut kann. Das darf ich aber natürlich nicht zu laut sagen. Und rückwärts. Also ich denke, die Lizenz darf man schon relativ viel im Spiel abhaken und dann die Lizenz selbst machen. Aber die waren alle ein bisschen gestört. Weiter Rennen schon gewonnen.
Da gibt es wirklich verschiedene Fahrzeuge. Kein gleiches. Hier wir Case, hier wir Fuse, Case Aero. Zander 6 Case Aero, Zander 6 Fuse, Zander 6 Type X und Zander 6. Ja, das ist schön, verschiedenste Modelle, die hier um den Sieg kämpfen. Das ist ein sehr buntes Feld. Damit haben wir jetzt zwei Rennen gewonnen und sind wieder bei 7000 Credits angelangt. So schnell kann es gehen, aber diese Fahrzeuge muss ich noch weiter behalten. Beziehungsweise ich muss warten, bis ich eine andere Version kriege, aber das kann beim Silvia noch möglich sein. Beim Micra eher weniger. So, also. Gespeichert, das ist gut. So, sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei Autos, mit denen wir auf jeden Fall jetzt anfangen können. Jetzt können wir auch gleich den Spielstand betrachten. Das waren jetzt zwei Rennen, das bringt mir 0,9%. Da könnt ihr also ausrechnen, wie viele Rennen ich noch fahren muss. Zwei Rennen gefahren, zweimal gewonnen. Siegrate 100% mit der Wertung 1. Ja, natürlich, das ist jetzt noch nicht sehr viel. Logisch. Aber es ist natürlich schön zu sehen, diese 100%. Das wird aber nicht ewig so bleiben. So, können wir mal schauen, was hier beim Spezialrennen noch so ansteht. Bei einem Sunday Cup kann ich das teilnehmen. Tahiti Road, High Speed Link, was eigentlich High Speed Link bedeuten sollte, Red Rock Valley. Und da kann ich jetzt überall mal die Gegner anschauen. Ja, hier werde ich nichts gewinnen, aber ich kann zumindest gratis teilnehmen. Und wenn ich hier mal das anschaue, dann sehe ich auch gerade, was für Gegner so vorkommen. Subaru Video, Mitsubishi Pajero Mini, Nissan Micra SR, Volkswagen Lupo, Suzuki Wagon RR und Toyota Yaris. Also durchaus Konkurrenz, die auch verschlagbar wäre. Dann auf den Highspeed-Ring. Ja, also diese Wiederholungsoption ist natürlich sehr cool. Da kann man wirklich schauen, welche Gegner man so antreffen wird und welche Fahrzeuge dafür geeignet sind. Ah, hier ist die Silvia, Tesa, Honda Integra, FTO, der 23 Termin und nochmal Silvia. Und für das dritte Rennen muss ich wahrscheinlich noch ein stärkeres Fahrzeug haben. Das ist interessant. Aber Silvia wäre stark genug hier für die Teilnahme. Daher versuche ich das mal. Gut. Dann auf ins Rennen.